Freunde. Oh ja, Nupita steht wie immer jeden Tag früh auf. Und zwar auch am Tag des, des Pferderenns. Jo, denn heute ist es nämlich soweit, wir sind nicht nochmal umgekippt. Ich werde nochmal eine Sonderdatei speichern hier, zack. Für den Fall, dass ich irgendwas verbocke, so wie beim gestrigen Tag. In der letzten Folge war es nämlich so, dass Nobita umgekippt ist. So, aber das heißt, wir können uns hier ein bisschen ausleben. Ab um 10 Uhr geht das Pferderennen ja erst los. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was an Zeit, aber besseren Dünger bräuchten wir noch. Damit wir mal Erdbeeren hier verbessern könnten. Oh nein, Kartoffeln sind reif. Das heißt, wir können heute noch Kartoffeln anpflanzen. So viel habe ich zwar nicht mehr, aber ist ja auch egal. Habe ich nicht sogar noch Rübensamen? Ja gut, können wir dann nochmal gucken. Vielleicht werden ja auch noch die Gänseblümchen reif. Problem ist halt, wir müssen ja dann wieder doppelt gießen. Das kotzt mich so an. Gibt's denn hier keine Erntewichtel? Also wird's wahrscheinlich schon geben, aber noch haben sie sich bei uns nicht gezeigt. Kann ja sein, dass wir uns mit einigen Leuten erst noch ein bisschen besser anfreunden müssen. Aber naja. Ja, nee, du musst dich noch nicht hinsetzen, Freundchen, ha? Und das alles Erdbeeren? Nee, das waren Kartoffeln, wollte ich so sagen. So, Kartoffeln ernten. Zack. Na komm, sammeln ein bisschen schneller auf, Nobita, ha? Das gibt auf jeden Fall ordentlich Geld. Das heißt, wir können morgen uns auch nochmal den nächstgrößeren Rucksack kaufen. Was wahrscheinlich auch sehr Sinn macht, denn wir werden den sicherlich brauchen. So. Ja, Steckrüben werden wir erstmal anpflanzen, ne? Und ein Kohl vielleicht noch. Ja, machen wir so. Dann machen wir es so, dass wir hier in die Kiste hiervon sozusagen 12 Stück abgeben. 2 behalten wir nochmal. Weil, wie gesagt, Erntedankfest ist ja auch. Zack. Kommt ja alles noch sehr zeitnah hier. Zack. Wenigstens kostet uns das keine Ausdauer, wenn wir hier Samen aufs Feld streuen. Das würde ja auch noch fehlen. Zack, zack, zack. Lass ne wieder. Komm, mach schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir müssen nämlich um 10 Uhr auf dem Platz sein. Ja, ich weiß, dass du echt müde bist. Komm, schaffst aber schon noch irgendwie. Noch bist du ja schließlich nicht umgefallen. So. Das hätten wir schon mal als erstes erledigt. Dann. Ja, Kiki, du siehst toll aus. No? Machen wir es mal so, dann heben wir das Eichen auf, dann holen wir nochmal Futter raus. Legen das wieder da rein. Das ist so hier auch ein bisschen echt scheiße gelöst, finde ich. Man müsste einfach nur ans Silo angehen. Es ist schön, dass man prüfen kann, wie viel wirklich drin ist. Aber ganz ehrlich, einfach rangehen und dann sagen, ja, ich nehme da was raus. Wäre doch wohl ausreichend genug, oder? So, dann genau, einmal speichern. Um Harappa-Platz kommen wir, glaube ich, auch unten rechts lang, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir können abkürzen schon mal. Das ist schon mal was Gutes. Einmal müssten wir, glaube ich, noch, oder? Ne, zweimal sogar noch. Sehr fein. Und komm, Nobita. So. Mensch, da wird ja langsam echt alles mal frei auf dem Hof. Na komm schon. Können wir ein Nickerchen bis... Nee, kann man leider nicht bis 10 Uhr machen. Schade. Na gut, hatte ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, immer nur alle 10 Stunden, alle halbe Stunde quasi.
Wenn du drüber bist, kann man sowieso nicht schlafen. So, Harapapaplatz. Es geht los mit dem Pferderennen. Oh, scheiße, und die Zeit läuft hier schön weiter. Na toll. Ah, die festliche Stimmung in der Stadt erinnert mich an meine Heimat. Sehr schön, wir haben uns schon mal mit ihr angefreundet. Weiter. Hey, Nobita, weißt du, ob Harmon am Fest heute teilnimmt? Das weiß ich doch nicht. Oho, Festtage wie diese sind einfach am besten. Heute findet ein Fest statt. Nimmst du dran teil, Nobita? Wie denn? Schau mal, wie schön es da draußen ist. Okay. Ohio. Oh, guten Morgen, Nobita. So früh schon auf den Beinen, hm? Naja. Ohio. Hey, guten Morgen, Nobita. Du bist ja ein Frühaufsteher. Jo, bin ich. Ach, die kommen jetzt alle so langsam nach und nach. Oh, nimmst du heute an den Festlichkeiten teil, Nobita? Nee, tue ich nicht. Heute ist kein Festtag, mein Lieber. Du kommst doch auch, oder? Ja, na klar. Ich bin ja schon da, Mensch. Oh, mein Magen ist leer, aber mein Zeitplan ist voll. So viel zu tun. Ob ich hier oft vorbeischaue? Willst du wissen? Vielleicht tue ich das. Vielleicht doch nicht. Ja. Ich habe einfach kein Glück. Ach, du bist es, Nobita. Hey, Nobita, ich liebe einfach den Frühling. Okay. Hallöchen, Nobita. Heute ist der große Festtag. Ja, das merke ich auch schon. Hey, heute ist das ein großes Fest. Ja, ganz toll, Herr. Für solche Dinge ist man nie zu alt. Hab eine gute Zeit, Nobita. Hab ich doch, Mensch. Immer. Ja. Endlich beginnt das Fest. Du kommst doch auch, oder? Ja, ich bin doch da, Mensch. Oh. Hey, ich habe gehört, heute findet ein Fest statt. Oh. Du bist schon auf dem Fest, hein, Freundchen? Ah, guck mal, da oben ist Doraemon noch. Also, halt, nein, das ist nicht... Hier. Ja. Ich geb dein Fest heute. Machst du mit, Nobita? Wie denn? Ich hab doch nichts. Ein Fest, was? Warum gibt es kein Speerfischfest, hä? Ah, ja, da merkt man schon. Die ist richtig auf Fisch aus. Ah, hier haben wir schon den nächsten, hm? Ohio. Hey, Nobita, ich mache nur einen Morgenspaziergang. Nee, machst du nicht. Du läufst hier von A nach B rum. Ah, guck mal, da kommt noch Gieren. Gegen um 11 müssten ja nun so langsam mal dann alle da sein, hoffe ich doch mal. Ach, du bist es, Nobita. Was willst du denn? So, wer fehlt denn eigentlich noch, ha? Huh? Der alte Zausel und die beiden Jungschen noch da, ha? Huh? Hehe, da ist so schönes Wetter, ich habe ja nicht was hier angedacht. So, wo bleibt denn die alte, ha? Huh? Ohmchen! Kommt ihr heute nochmal? Sind eigentlich alle sonst hier? Bis auf zwei, die bei uns auf der Farm rumdümpeln und zwei, die noch in der Stadt sind. Ja komm, wir warten noch bis halb. Ich meine, das Pferdefest geht von wann bis wann? Laut Kalender bis 18 Uhr. Ach, ich bitte dich. Hätte ich ja noch Zeit gehabt bis zum geht nicht mehr. Ah, da kommt der Alte. Ah, gucken wir doch mal. Oh, ich bin immer so müde. Ganz ehrlich. Frühling liegt in der Luft, aber leider muss ich arbeiten. Entschuldigung. So, jetzt ist halb. Der eine fehlt noch. Ja. Gut. Naja, gut. Wir quatschen einfach mal mit unserem Bürgermeisterchen. Zeit fürs Pferderennen. Bist du dabei, Nobita? Na klar. Du hast keine Pferde. Ach so. Nee, ich bin leider nicht dabei. Schade. Ohio. Guten Morgen, Nobita. Ich gehe nur ein bisschen spazieren. Was? Tut mir leid, was? Tut mir leid. Hallo, das hier ist der Stadtplatz. Jetzt weiß ich doch. Ich will auf den Platz spazieren gehen, weil das schon ein schönes Wetter ist. Och, Menno, ich wollte noch mal wissen, was die Kleine gesagt hat. Nee, ich kann leider nicht mitmachen. Och nö. Schade. Hätte ich wohl einen Pferdestall gebraucht. Hä? Die Oma kommt von hier? Oh, hallo Nobita. Wie schön das Wetter heute ist, nicht wahr? Hm? Hallo mein Lieber, willst du am Stadtplatz mit deinen Freunden spielen? So, jetzt haben wir eigentlich alle hier, oder? Ja, es sind alle da. Na, super. Und wir haben kein Pferd, mit dem wir teilnehmen könnten. Na, toll.
Heim. Hast du auch einen Spaziergang? Ich dachte, ich sollte mich, du weißt schon, in der Sonne eilen. Hi, Nobita. Ich bin leider nicht dabei. Ich habe kein Pferd, na toll. Das ist schade. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass man hier irgendwie trotzdem was sieht, irgendwo ein bisschen wetten kann. Wie soll ich denn teilnehmen, Mensch, Shizuka? Ich kann mich hier auch nirgends so anmelden, ne? Ach, das ist doch eine Sauerei, sowas. Ich klaue euch hier den Geldbeutel. Och, Mann, oh, ich hätte jetzt zu gern echt dran teilgenommen. Schade. Passiert noch was? Anscheinend nicht. Na, das ist ganz toll. Ja, ich würde gern teilnehmen, hä? Aber ich habe noch kein Pferd. Toll. Ja, ist aber eigentlich... Warte mal. Wen könnten wir denn noch mit was beschenken? Wer mag denn wohl Farmsachen? Die Jenny vielleicht? Ja. Nee, nicht mit dir wollte ich reden. Okay. Wir haben das Ei gefressen. Super. Toll gemacht, Nobita. Du bist echt eine dufte Nummer. Na gut, dann verteilen wir vielleicht ein paar Pflaumen. Das könnte ja... Ja, nett sein als Geste. Ein paar Seemuscheln. Ach, hier unser Käferfreund, den könnten wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen in der Freude machen. Wo ist es denn, das Netz? Hier haben wir es. Aber warte mal, heute ist Mittwoch. Kann ich denn nicht dann heute nach 18 Uhr, wenn alle wieder zurück sind, noch irgendwelche Werkzeuge zum Beispiel und so verbessern? Weil ich müsste ja heute eigentlich auch noch Geld kriegen. Könnte ich mir dann vielleicht einen Rucksack kaufen, besseren? Aber ganz ehrlich, das würde ich dann lieber morgen machen. So, Freundchen, ha? Hey, Nobita, weißt du, ob Hamon heute... Ja, der ist da. Hier. Hier hast du einen Gegenstand. Obwohl, du magst, glaube ich, Muscheln. Nobita, das ist sehr lieb von dir. So. Wo haben wir denn unseren Käferfuzzi? Hier, Mann. Hier ist der Käferfuzzi. Ist das für mich? Oh, cool, danke. Hier, Hamon. Ich habe leider nur eine Blume für dich. Danke, es ist immer schön, ein Geschenk zu erhalten. Habe ich ihm keine Blume gegeben? Scheiße. Ich danke, du bist so toll. Schade. Hier, komm, Ohmchen. Du brauchst auch noch mal was zu essen. Oh, danke, Schätzchen. Ich werde es in Ehren halten. So, kann ich jetzt irgendwie hier am Festchen teilnehmen? Zeit der Förderin. Ja, ich bin dabei und ich habe kein Pferd. Nein, ich bin nicht dabei. Na, ich habe ja offenkundig kein Pferd. Also, schade halt. Aber warte mal, für ein Dings brauche ich doch trotzdem erstmal noch einen Pferdestall, oder? Stallsilo, Hühnersilo, Kochgeräte, naja. Ah, was machen wir denn? Werden wir morgen erstmal den Rucksack verbessern oder dann lieber schon das Haus in Auftrag geben? Weil das Haus dauert ja auch ein paar Tage. Schade, wir können nicht am Pferderennen teilnehmen, also können wir hier auch genauso gut wieder weggehen, ein Nickerchen halten. Naja. Und Kram verkaufen. So was, wir machen Nickerchen bis 17 Uhr. Das Fest geht ja auch bis 18 Uhr. So, hier. Gleich. Alles weg. Alles liefern, ja klar. Mispeln könnten wir noch mal wegbringen. Ja, ich glaube, ich werde heute noch mal ein paar Mispeln ernten gehen. Aufbleiben. Hochheben.
Danke. Bock! Und abwerfen. Dim, 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 dim. Dann schauen wir nochmal beim Fest vorbei. Wobei die wahrscheinlich alle schon wieder abgehauen sein werden. Abgehauen sein werden. Abgehauen sind. Abgehauen sind. Ja. Abgehauen sein werden. Macht doch keinen Sinn. So. Na, Bürgermeister, kann ich jetzt teilnehmen? Ich weiß, dass ich kein Pferd habe. Verdammte Scheiße. Ah, das ist doch zum Kotzen. Aber so bei Nacht sieht es schon teilweise schön aus. Muss ich sagen. Ja, doch, doch. Oh, Le Monsieur, dicker Koch, ich habe leider nichts für dich. Oh, ein Fest ist ein Grund, um den Magen zu füllen, oder etwa nicht? Ja, ist es vielleicht. So, jetzt hauen sie alle ab. Dauert es noch eine Weile, bis alle da wieder da sind, wo sie sein sollen. Schade. Schnickschnack. So, bis 20 Uhr geöffnet. Noch ist er nicht da im Schnickschnack-Laden. Kommt sie denn überhaupt hier so schnell her? Na Jenny, wo bist du, hä? Jenny! Ah, da drüben ist noch mein Käferchen. Ein 7-Punkt. Aber ich muss trotzdem sagen, bisher gefällt mir trotz einiger Macken das Spiel ganz gut. Also ich finde es ein bisschen nervig, dass bei den Quests teilweise nirgendwo steht, wo man hin muss. Und ich finde es halt doof mit dem mit den Feldfrüchten, dass man die nochmal gießen muss, obwohl man sie schon gegossen hat nach der Ernte. Also das ist irgendwie, macht für mich keinen Sinn. Okay, wenn Festtag ist, können wir nichts weiter machen. Naja, dann werden wir jetzt nochmal schnell ein paar Mispeln ernten gehen. Mispel, Mispel, ich lispel, lispel. Halt hier. Zack. Und Geld haben wir anscheinend heute auch keins eingenommen. Oder? Haben wir heute am 18. Also Doraemon hat ja nichts abgeholt. Aber wir haben das Geld trotzdem, um morgen den größeren Rucksack zu kaufen. Also wissen wir schon mal, was wir am nächsten Tag tun werden. Und am übernächsten Tag schauen wir, dass wir das Häusle ein bisschen ausbauen. Das würde mir nämlich sehr gefallen. So, hier. Bam, 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 bam. Alles aufsammeln, was geht. Oh, es regnet. Ach Mann, ich habe keinen Regenschirm dabei. Da drüben ist ein Baum, wo ich mich unterstellen kann. Bei Regen und an Baum stellen, solange es nicht donnert, ist immer gut, Nobita, aber ja. Sieht so aus, als würde der Regen nicht so bald aufhören. Gibt's hier einen Hund? Oh ja. Ich glaube, ich höre ein Tier. Und das ist ganz in der Nähe. Oh, kriegen wir heute unseren Hund? Gefunden. Was machst du denn hier? Bist du in Ordnung? Oh nein, er sieht so schwach aus. Ich werde dich retten. Bleib ganz ruhig. Ich frage mich, ob sich das Unwetter ein wenig beruhigt hat. Aber was macht ein Hund so ganz allein im Wald? Er hat ein Halsband an. Das bedeutet, er gehört jemandem. Du wurdest ausgesetzt, nicht wahr? Aber du bist doch noch ein Welpe. Wer würde so etwas Gemeines tun? Okay, du kommst mit zu mir, Kleiner. Ich kümmere mich um dich. Du bist verletzt. Wo hast du denn diese schlimme Wunde her? Er ist so schwach und ich weiß nicht, wie man so eine Wunde behandelt. Oh, ich weiß, dabei kann sicher Doraemon helfen. Ich hole Hilfe, warte einfach hier und halte durch, okay? Keine Sorge, ich komme wieder, ich verspreche... Anstatt dann gleich mitnimmt. Wenn du Hunger hast, versuch es ganz kleine Happen zu essen, ja? Von was denn? Nicht alles auf einmal herunterschlingen, okay? Doraemon! Doraemon, ich brauche deine Hilfe. Warum bist du so gleich nass? Was ist passiert?
Das hat Zeit. Da ist ein verwundeter Hund im Wald und er... Du musst ihm helfen. Wirklich? Das klingt ja furchtbar. Lass uns sofort los. Wo kommt denn dieser große Felsen her? Das Dummfohlen muss einen Erdrutsch verursacht haben. Der Hund ist auf der anderen Seite, Doraemon. Tu doch was. Das ist ein Fall für... Ja. Wo sind meine Superhandschuhe? Was? Oh nein! Da hat er echt alles verloren. Ich wusste, ich habe auch meine Superhandschuhe verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Was können wir nur tun? Hab keine Apparate. Aber in einem so großen Felsen muss ich passen. Also bei so einem großen Felsen muss ich passen. Ich hatte sie, als ich in diese Welt kam. Sie müssen irgendwo sein. Okay, dann teilen wir uns auf und suchen nach den Superhandschuhen. Jawohl, den Doraemon ist im Fall auf der Spur. Halte durch, wir werden dich retten. Oh Gott, wo muss ich jetzt hin? Scheiße, ich muss jetzt hier noch irgendwo hin. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wo könnte er denn sein? Kann ja eigentlich nur beim Bürgermeister irgendwo rumdümpeln, oder? Oh, hätte ich das hier gewusst, dass ich hier eher hin müsste. Oh nee, ich hätte doch den Hund viel mehr geholfen. Komm hier nochmal irgendwie rein, ja. Hansen, na gut, der wird sowieso nicht wissen. Oh, warte mal, da war er doch. Hallo Hansen. Tut mir leid, ich habe gerade zu tun. Na scheiß die Wand an, ey. Du bist doch ein Freund, ey. Der, nee. Wir haben hier einen verwundeten Hund, Mensch. Tagebuch schreiben, wann haben wir das letzte Mal... Oh, so scheiße spät haben wir... Ah, gut. In der Hoffnung, dass wir jetzt nichts versauen hier. Wir brauchen die Handschuhe, Mensch. Handschuhe, wo ist der Hund? Handschuhe und Hund. Hundehandschuhe. Problem ist, wir müssen aber auch bald schlafen. So, Doraemon, der schläft doch hier irgendwo, oder? Da ist die Wand an, wo sind die Handschuhe? Ich sehe hier keine Handschuhe. Obwohl, der arbeitet ja immer unten. Oh, echt jetzt? Oder hätten wir Doraemon hinterhergemusst? Der sitzt hier und frisst. Was ist los? Was nicht? Ja, natürlich. Beim Schweifen ist immer fertig. Ich habe schon Lust auf leckere Dampfnudeln. Alter, wo sind deine Handschuhe? Hallo? Och nö. Oh scheiße. Jetzt ist der da oben. Warte mal, wir sind in die Welt gekommen. Das heißt, die liegen entweder beim Baum oder bei Harmon. Ah, leck mich doch. Oder warte mal, gibt's die vielleicht hier zu kaufen? In Anführungsstrichen? Hm? Sind hier keine Handschuhe? Hallöchen, Nobita, ist das Wetter nicht... Das ist mir doch scheißegal, ob das Wetter hier schön ist. Warte mal, wo ist denn der Bürgermeister? Bürgermeister ist... Oh, der ist ganz unten am Kap. Gehen wir mal ihn fragen, ob der den nicht, der die Handschuhe nicht hat. Ja, Freunde, ansonsten müssen wir halt am nächsten Tag gucken, wo wir die Handschuhe finden. Das ist natürlich jetzt echt großer Mist. Oh nee, ey, das kotzt mich jetzt echt an. Ich hätte so gerne den Hund geholfen. Da ist er, der Bürgermeister. Hier, du hast sie ja bestimmt. Es ist noch zu früh zum Schwimmen. Arbeite lieber weiter an der Farm. Das ist meine liebste Jahreszeit. Und wie ist es bei dir? Och nee. Ganz ehrlich, ich gucke jetzt erstmal nochmal rum und schaue, dass ich dann vielleicht gleich nochmal neu lade. Hier am Strand scheinen die ja nicht zu sein, aber ich gehe mal in die Höhle gucken.
In der Höhle vielleicht? Ja doch. Auch nicht? Ganz schön eng hier drin und leer. Vielleicht sind aber hier die Handschuhe. Moment, etwas stimmt nicht. Einige Wände sind weiß. Ich frage mich, ob ich etwas finde, wenn ich hier noch tiefer hineingehe. Ich hole lieber Doraemon und die anderen auch nicht doch. Okay, wir müssen dann gucken. Ui. Hey, Nobita, was ist los? Das ist nur eine gewöhnliche alte Höhle, Mensch. Ziemlich beengt auch. Ist hier etwas drin, Nobita? Wenn wir nicht bald zurückkehren, wird Tammy sauer werden. Schaut euch diese Wand an. Stimmt etwas nicht mit ihr, oder irre ich mich? Was meinst du? Oh, ich sehe ein oder zwei weiße Flecken. Das meine ich. Vielleicht befindet sich etwas hinter diesem Stein. Und was genau? Na, du weißt schon, ein geheimer Schatz oder so etwas. Klar, und dazu noch ein Piratenschiff. Doraemon, mein Freund. Nee, halt, Doraemon, mein Freund. Mein bester Kumpel. Könntest du das für uns untersuchen? Jetzt, wo du es sagst, der Passierreifen bringt uns auf die andere Seite, wenn dort etwas ist. Ui. Los geht's. Aber den hat er nicht dabei. Nur mit der Ruhe, ja? Den hat er doch eh nicht dabei. Und? Ah. Warte, du hast nicht ihn auch schon wieder fallen lassen, oder? Ja, ernsthaft? Gut, und was nun? Wir können nicht auf Doraemon zählen. Das ist einfach fies, Takeshi. Lass uns zusammen danach suchen, okay? Ich helfe mit. Oh, Shizuka, du strahlender Engel. Finde den Passierreifen und kein Stein wird uns aufhalten können. Ich suche auch danach. Überlassen wir die Apparatensuche Nobita Shim, oder Jan? Gut, lass uns abhauen, Shuneo. Na toll. Das glaube ich ja einfach nicht, Leute. Wir können keine Apparate zurücklassen, also lasst uns suchen. Danke, ihr beiden. Zuerst müssen wir die letzte Spur unseres Apparats finden. Dafür müssen wir wohl nach draußen. Denk gut. Muss ich den jetzt noch suchen? Oh, nicht doch. Ach, hier vielleicht. Okay. Hä, was habt ihr denn vor, Leute? Oh, hey, Nobita und Doraemon. Shizuka ist ja auch hier. Hallo. Wir haben diesen Ab... Hey, Hamon, was machst du denn da? Hm? Weißt du, ich hab dir noch nur eingeladen, weil Gemma sowas wollte, Mensch. Deshalb musst du doch lange nicht so gemein sein. Hm, wie auch immer, jetzt ist der Plan ruiniert. Wenn ihr wissen wollt, was wir vorhaben, bringt mir einen Käfer. Egal, welche Art von Käfer? Warte, vergiss den Käfer, bring mir lieber eine Blume. Oh, nee, oder? Oh, das muss ich mir jetzt alles notieren, warte mal. Käfer, Blume... Blumen sind langweilig, Käfer sind viel cooler. Wie wäre es mit Gemüse? Oh, Gemüse auch noch. Und Gemüse. Okay, habe ich. Das nenne ich mal langweilig. Klingt eigentlich ziemlich gut. Oh, was will sie denn noch? Hey, Leute. Ah, Sandy. Wie oft habe ich euch denn gesagt, ihr sollt nicht so laut am Strand sein? Entschuldigen Sie, Sandy. Nächstes Mal kommt ihr mit nicht, mir nicht so einfach davon, hä? Das war knapp. Ich frage mich, was sie gemeint hat. Hey, ich weiß, wir könnten ein Geschenk für Sandy besorgen. Ein Geschenk? Wenn wir ihren Lieblingsfisch bringen, lässt sie uns hier spielen. Oh nein. Shizuka, das ist doch genial. Nobita, bring uns den Fisch und wir lassen dich mitspielen. Oh Gott. Aber ich weiß nicht, welchen Fisch Sandy mag. Das ist nicht mein Problem. Finde es selbst aus. Okay. Du packst das schon, Nobita. Okay, ein Speerfisch. Weiß ich jetzt schon. Ja, den müssen wir, glaube ich, hier den Kindern bringen dann, oder? Und nicht... Ah, okay. Was für ein Schlamassel. Es ist doch der Reif. Doraemon, was ist los? Der Passierreifen scheint hier gelandet zu sein. Echt? Ja, das ist er. Sieht ganz danach aus. Was macht er hier überhaupt? Nun muss ich auf jeden Fall zurückholen. Das wäre echt toll, Kumpel. Sandy hat doch mal erwähnt, dass sie Speerfische mag, oder? Speerfische? Ja, hat sie. Kann ich doch nochmal zurückspulen, ey. Okay.
Ja, Freunde, mit dem Hund, das wird leider heute so eine Nummer für sich. Den kriegen wir wohl nicht mehr heute gerettet. Das ist natürlich irgendwie schade. Ach, Menno. Schade, schade, schade. Aber was soll ich denn sonst machen? Ich wüsste auch sonst nicht, wo ich die finde jetzt auf Anhieb. Müssen wir mal wirklich in der nächsten Folge schauen. Aber wir müssen halt leider schlafen, sonst haben wir ja nicht genügend Ausdauer für den nächsten Tag. Und das ist echt... Nee. Schade, schade, schade. Naja gut, den Rest bringen wir morgen alles weg. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und sage nur noch ciao, ciao.